Mein Name ist Edina Müller, ich wohne in Stelle und bin Sporttherapeutin von Beruf. Profisport, Olympionikin und Mama unter einen Hut zu bringen, das ist oft nicht einfach. Mein Weg zu den Paralympics war ja dieses Jahr wirklich herausfordernd. Corona-bedingt wurden die Spiele ja um ein Jahr verschoben. Wir wussten lange gar nicht, ob sie überhaupt stattfinden. Wir hingen da ganz lange in der Luft. Dazu kam noch, dass ganz lange nicht klar war, ob Liam überhaupt mitkommen kann. Ich habe lange gestillt und konnte Liam deswegen auch nicht irgendwo anders lassen und wollte ich auch nicht. Und deswegen habe ich lange dafür gekämpft, dass er mitkommen kann. Und zum Glück hatten wir gute Unterstützung und haben uns vernetzt und zusammengetan mit Müttern aus dem olympischen Bereich und haben dann ja am Ende mit vereinten Kräften bewirken können, dass wir stillende Mütter unsere Kinder mit zu den Spielen nehmen konnten. Ja, ich hoffe für andere Mütter, dass sich alleine durch meine Geschichte sich einiges geändert hat und dass sie es einfacher haben werden. Aber ich hoffe, dass sie sich einfach dadurch nicht beeinflussen lassen und ihren Weg gehen. Also ich denke, dass es einfach zu viele Frauen, zu viele Athletinnen gibt, die vielleicht vor ihrem Zenit aufhören, weil sie sich Familie wünschen und vielleicht denken, dass es nicht vereinbar ist. Und ich hoffe einfach, dass die Frauen sich da nicht beirren lassen und ihren Weg gehen. Ich engagiere mich für das Thema Kinderschutz, weil ich es eines der wichtigsten Themen unserer Gesellschaft finde. Und ich denke, dass jedes Kind ein Recht auf eine glückliche und sichere Kindheit hat. Und ich freue mich einfach sehr, dass ich da einen kleinen Beitrag zu leisten kann. Die Arbeit in der Jury macht für mich vor allen Dingen dieser Austausch aus. Also ich freue mich immer, diese Fülle an Projekten zu sehen. Das finde ich einfach gerade in dieser Juryrunde wahnsinnig fruchtbar. Ja, für die Zukunft der Welt würde ich mir wahrscheinlich wünschen, dass das Thema Diversität einfach noch mehr Fuß fasst, dass wir das noch mehr leben und dass das noch mehr Einzug in unsere Gesellschaften hält.